Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das versprochene Pferd ab in deine Box Video und ich mache das mal wieder mit Siri. Mit der Hilfe von Siri bestimmen wir den Platz des Pferdes, also in welche Box es reinkommt. Das Ganze habe ich schon mal gemacht und das kam echt gut an und es hat auch echt Spaß gemacht und deswegen mache ich es heute nochmal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Zuallererst geht es um diese Box hier. Für alle, die jetzt noch nicht wissen, wie es funktioniert, ich habe hier 11 Pferde und ich werde Siri gleich nach einer Zahl zwischen 1 und 11 fragen, die sie zufällig raussucht und dann das Pferd mit der Nummer, also das hier ist Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, das Pferd mit der Nummer kommt dann in die besagte Box. Also, dann fangen wir mal an. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 11. Das ist 7. 7. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hier wäre die Mustangstute. Sie heißt bei mir Holly und sie kommt in diese Box. Ich denke, dass man jetzt das Prinzip eigentlich ganz gut verstanden hat und wir machen jetzt einfach weiter mit der Box neben Holly. Ich werde Siri jetzt wieder nach einer zufälligen Zahl fragen. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Die Antwort lautet 4. Und 4 wäre hier Anubis. Und er kommt hier direkt neben Holly. Um diese Box wird es als nächstes gehen. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 9. Das wäre 8. Also 8 wäre sie hier. Ihr Name lautet Lotta und sie kommt in die Box neben Anubis. Dann schauen wir mal, wer neben Lotta kommt. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 8. Das ist 7. Die Nummer 7 wäre hier die Saphira. Und sie kommt hierhin. Jetzt geht es mit dieser Box weiter. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 7. Das ist 6. Das wäre sie hier, also die Schwester von Missy. Sie heißt Sissy. Und Sissy kommt in diese Box hier. Dann geht es jetzt um die Box neben Sissy. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 6. Das ist 4. Die Nummer 4 ist der Tamano. Er kommt also in diese Box. In dem Stall sind jetzt noch zwei Boxen frei und ich bin mal gespannt, wer diese bekommen wird. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Das ist 5. Die Nummer 5 ist der Lord. Er kommt in diese Box. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wer die letzte Box bekommt. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Die Antwort lautet 1. Die Nummer 1 ist der Snow. Somit kommt Snow in die letzte Box. Jetzt geht es um diese zwei Boxen, also um die hier und die hier. Ich habe die Pferde jetzt ein bisschen aufgefüllt, also es sind jetzt 8 Stück und dann schauen wir mal, wie der Zufall entscheidet und welches Pferd in die erste Box darf. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 8. Die Antwort lautet 5. Nummer 5 ist die Bella und dann schauen wir mal, wer in die zweite Box kommt. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 7. Das ist 5. Neben der Bella wird also die Florida stehen. Als nächstes schauen wir mal, wer in dieser schönen Einzelbox stehen darf. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 6. Die Antwort lautet 5. Und Nummer 5 wäre die Twilight. Hier ist jetzt ihr neues Zuhause. Als nächstes suchen wir dann 4 Plätze für diese Boxen. Anfangen werden wir mit dieser Box. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 7. Das ist 6. Die Nummer 6 ist die Feline. Und sie kommt in die hintere Box.
Dann schauen wir mal, wer neben die Feline kommt. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 6. Die Antwort lautet 4. Die Nummer 4 ist der Domino. Domino kommt in diese Box. Jetzt sind nur noch 2 Boxen übrig und wir haben 5 Pferde. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Das ist 1. Also kommt der Hektor in Box Nummer 3. Mal sehen, wer jetzt in die vierte Box darf. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Das ist 3. Nummer 3 ist Galaxy. Er lebt von nun an in Box Nummer 4. Für diese 3 Boxen suchen wir jetzt neue Bewohner. Dann wollen wir mal anfangen. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 6. Das ist 5. Die Nummer 5 ist der Stern und er kommt in die hintere Box. Und in die Box neben Stern kommt... Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Das wäre 2. Neben ihm kommt die Tessie. Mal sehen, für wen die letzte Box ist. Siri, sage mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Das ist 3. Chico! Chico kommt in die dritte Box. Ich wäre jetzt dafür, dass die 3 übrig gebliebenen Pferde hier reinkommen. Fragen wir doch mal Siri, ob sie das auch so sieht. Also, ich sage ihr jetzt, dass sie eine Münze werfen soll. Kopf wäre in dem Fall ja, sie dürfen da rein. Und Zahl wäre nein, diese 3 dürfen nicht da rein. Und wir losen nochmal aus. Wirf eine Münze. Es ist... Huch, die Münze ist in den Gulli gefallen. Okay, sie muss nochmal eine Münze werfen. Wirf eine Münze. Rosenkranz sagt Kopf. Siri hat gesprochen, also dürfen diese 3 Pferde hier hinstehen. Da hätten wir einmal Mayflower, einmal Zöpfchen und Vicky. Und dann möchte ich noch ein Pony dazustellen, entweder Herzchen oder Mausi. Fragen wir jetzt mal Siri, was es werden soll, beziehungsweise wer es werden soll. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Das ist 1. Also darf Herzchen... Herzchen ist jetzt also ein Teil dieser Wohngemeinschaft hier. Dann haben jetzt alle Pferde einen Platz gefunden und somit war es das jetzt auch mit dem Video. Ich werde euch am Schluss einen kleinen Überblick noch einblenden, aber verabschiede mich jetzt schon mal. Also tschüss und habt noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß mit dem Überblick.